Sintra, eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, wo wir eigentlich das Schloss sehen wollten, aber hinterher kam alles anders. Wir sind in der Stadt, suchen einen Parkplatz und stellen fest beim Blick über das Tal, dass es hier noch sehr viele schöne alte Villen gibt, die ich ja so sehr liebe, aber offensichtlich scheinen die alle zu verfallen und werden durch die modernen Häuser weiß, quadratisch, praktisch, gut ersetzt. Genau hier haben wir geparkt und da blutet mir das Herz. Auch wieder vorbei an einigen verfallenen Häusern sind wir dann gleich in der Stadtmitte, die recht nett ist und gepflegt, kleine Geschäfte aufweist, Gastronomie etc. Und dann fällt uns etwas auf. Überall große Fahnen und Plakate. Elettrico Sintra, 120 Jahre und guck, was da steht. Ein wunderschöner alter Straßenbahnwagen, offen, 120 Jahre alt, steht dort rum, spontane Entscheidung, wir fahren da mal mit, denn es geht von hier an den Strand. 40 Minuten Fahrt zum Spottpreis, wir waren außer zwei anderen Leuten allein. Die Fahrer äußerst freundlich und das ist die Strecke. Hier rechts unten ist Sintra, oben links ist der Strand. Wie man sieht, durchfahren wir etliche kleine Ortschaften. Diese Verbindung zwischen Sintra und dem Meer, die durch den Nationalpark von Sintra führt, ist etwa 11 Kilometer lang, hat 8 Stops und es wird ein Gefälle von ca. 400 Metern überwunden. Diese vielen Facetten der Natur in dem offenen Wagen, diese Art der Entschleunigung und Rückversetzen in die alte Zeit, kann ich jedem nur empfehlen. Nicht zu vergessen ist, diese Bahn gibt es seit 1904. Sie diente nicht nur dazu, die Produkte der Landwirte aus den vielen kleinen Orten hier nach Sintra zu bringen, sondern die gehobene Gesellschaft benutzte das Bähnli natürlich auch, um in die Sommerfrische zu gelangen. Thank you.
So, wir sind angekommen und auch gleich mal da oben und schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Also nach dieser wunderschönen Fahrt sind wir nun am Apfelstrand angekommen und schauen uns mal das Örtchen ein bisschen näher an, gehen auch nach oben auf die Felsen, um zu sehen, dass es doch einen Riesenunterschied gibt zwischen einem Mittelmeer und einem Atlantik. Es ist offenbar ein frequentierter Ferienort mit sehr, sehr vielen Ferienwohnungen oder Häusern, entsprechenden Geschäften, entsprechender Gastronomie. Und wir hatten mittlerweile 16 Uhr einen kleinen Hunger, wollten irgendwo einkehren. Und genau als wir dort zum Essen saßen, fing es an, wie aus Eimern zu regnen. Also beim Essen nutzten auch kaum die Sonnenschirme noch etwas bei diesem Regenguss. Deshalb haben wir geschaut, dass wir schnell fertig werden. Von dem Restaurant waren wir nicht so begeistert. Und jetzt mussten wir überlegen, wie und auf welche Art kommen wir denn am schnellsten zurück, geschützt, wenn es geht, nach Sintra. Ja, es gibt einen Bus, der braucht allerdings die gleiche Zeit. Wir hätten jedoch auf den 20 Minuten warten müssen. Wie war also die Entscheidung? Da steht das Bähnli, fahren wir mit zurück. Es ist zwar offen, aber okay, wir sind ja unter einem Dach. Also hier dann die Rückfahrt. Na, das sind wir natürlich nicht. Ich würde es jederzeit wieder tun, nicht nur, weil wir jetzt diese Rückfahrt schnell benutzen. Die Strecke an sich wird bezeichnet als die romantischste und schönste Zugfahrt ganz Europas. Ich muss gestehen, in dem offenen Wagen zu fahren, in die alte Zeit einzutauchen, allein dieses Klingeln und dieses Geschrappe auf den Schienen. Das Schönste war aber, man taucht ein, der Unterschied ist ja 400 Meter, in irgendwelche Täler, fährt vorbei an Schilf, dann wieder an wahnsinnigen Blütenformationen. Dann gibt es die verschiedenen Bäume, ich denke Kiefern, Pinien und auch Eukalyptus, wo man dort sitzt und einen Duft nach dem anderen verspürt. Und wenn man da in die Gärten der Häuser guckt, ich hatte das Gefühl, irgendetwas ist hier in dem Klima, dass es wohl keine Pflanze gibt, die hier nicht gedeiht. Es gibt hier auch Weinanbau
Und man hört, dass die Weine von Colares, weiß und rot, sehr bekannt und schmackhaft sind. Also wenn ihr besseres Wetter habt und an einen schönen Strand wollt und euch vielleicht vorher Sintra anguckt, dann macht unbedingt diese Fahrt. Ich kann mir vorstellen, die ist auch für Kinder ein riesengroßer Spaß. Es lohnt sich wirklich. Eine liebe Erwähnung auch nochmal über die sehr freundlichen Zugführer. Ja, vorbei am Chalet Meyer ging es dann zurück, raus aus Sintra und zurück zu unserem Hotel, wo wir dann verzweifelt mal rumgefahren sind und geschaut haben, ob es denn bei uns in der Nähe wirklich nichts gibt, wo man mal ein bisschen Schnöfel gehen kann, draußen sitzen, einen Kaffee trinken, ein Restaurant. Aber leider war die Wahl unseres Hotels von der Lage her nicht die beste. Und nicht nur das. Danke fürs Zuschauen.